Ja, herzlich willkommen bei Gimbal und Sinan TV Folge, was haben wir, 69 glaube ich. Ich hoffe, man kann mich halbwegs gut verstehen. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich jetzt gerade nicht im Studio mit dem Gimbal bin, sondern hier auf irgendeiner Straße stehe. Wo bin ich gerade? Schon wieder irgendwelche Sirenen. Ich bin gerade in London. Viele haben sich ja auch gefragt, was ich noch so neben Gimbal und Sinan so mache. Also ich kann es mal kurz erklären. Ich mache Gimbal und Sinan, die Musik. Ich mache Tutorials. Und was ich eben auch mache, sind Videoprojekte. Jetzt gerade bin ich für eine Firma hier in London, muss so ein bisschen die Stadt filmen, muss Leute, die Work and Travel machen, bisschen bei ihrer London-Ankunft und ihren ersten Sachen begleiten. Und danach muss ich dann daraus ein schönes Video schneiden, Musik drunter legen. Ja, so jobmäßig halt, ne? Und jetzt gerade bin ich hier in irgendeine Seitenstraße gegangen in London. Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich bin. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich Glück habe, wenn ich noch mit meiner Kamera und meiner Brieftasche hier wieder rauskomme. Ich bin in irgendeine Seitenstraße gelaufen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Wo mich die Leute wahrscheinlich jetzt aber auch, die jetzt hier gerade vorbeilaufen, für völlig verrückt halten, dass ich alleine in eine Kamera spreche. Naja. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Gimbal und Sinan TV dann eben, ich schätze mal, nächste Woche wieder aus gewohnter Umgebung. Jetzt fährt da gleich so ein kleiner Junge noch vorbei, der verkauft mir wahrscheinlich Drogen oder will mir irgendwas abziehen. Nein, er fährt einfach dran vorbei, alles cool. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ach so, genau, da irgendwie schräg gegenüber gibt es so einen riesen Shopping-Mall, so ein Einkaufszentrum, Westfield, soll mega groß sein. Eigentlich wollte ich da drin gehen, mal uns in der TV machen, dachte so, coole Location, hab meine Kamera rausgeholt, kam aber direkt ein großer, böser, schwarzer Mann und hat mir erklärt, dass man da nicht filmen dürfe. Als ich ihm dann gesagt habe, habe ich verstanden, kam er nochmal zurück und meinte, wenn ich es nochmal mache, dann ist die Kamera weg. Und ich dachte auch so, Junge, ich hab doch schon aufgehört. Bisschen unentspannt. Also ich muss sagen, Einkaufszentren werden nach wie vor nicht zu meinen Lieblingsorten gehören. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch allen in Deutschland gut geht. Ich habe ja gehört, es soll recht warm sein. Gerade übers Wochenende soll es ja warm gewesen sein. Hier in London ist es super wechselhaft. Also es kann echt mal jetzt gerade... Ja, es ist ja so eine Mischung aus Wolken und Sonne und kann aber auch in binnen Sekunden wieder regnen. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon relativ lange ausgehalten in dieser Seitenstraße. Ihr merkt schon, ich gucke mich die ganze Zeit um, ich bin ein bisschen nervös, gleich kommt einer hinten und give me all your money. So, also dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche und dann gibt's auch wieder eine längere und ausführlichere Folge. Und wahrscheinlich mit ein bisschen besserer Soundquality. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!